Großalarm für die Feuerwehr in Witzenhausen. Am Donnerstag wurde um 14.35 Uhr in der Straße am Schwiemelgraben ein Dachstuhlbrand gemeldet. Ein 23 Jahre alter Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Untersuchung in das Witzenhäuser Krankenhaus gebracht. Die weiteren Bewohner konnten das Mehrfamilienhaus rechtzeitig verlassen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro. Die Feuerwehr Witzenhausen war vor Ort und löschte den Brand zunächst mit einem mit Atemschutz ausgerüsteten Angriffstrupp von innen, später auch mit der Drehleiter von außen. Neben der Kernstadtwehr waren auch die Feuerwehrleute aus Hundelshausen vor Ort, um genügend Atemschutzträger bereitzustellen. Insgesamt waren für die beiden Wehren 40 Brandbekämpfer im Einsatz. Ein Übergreifen des Feuers auf die andere Hälfte des Dachstuhls verhinderten die Feuerwehrleute. Abschließend suchten sie am Giebel nach möglichen weiteren Glutnestern.